Willkommen zur Bewertung des Fatona-Battles Ahernie vs. Moonlight Stories. Zunächst die Jurystimmen. Die Bewertung von Chiaro? Ein sehr, sehr knappes Battle, keine Frage. Jedoch muss ich sagen, dass mir Ahernies Pausensetzung und Sprechgeschwindigkeit besser gefielen. Die Musikuntermalung war bei beiden gut, nur vielleicht ein klein wenig zu laut bei Moonlight, während die Musik bei Ahernie ziemlich zur verträumt bedrohlichen Atmosphäre beigetragen hat. Die Betonung war bei beiden auf ihre Art gut, doch finde ich, dass die von Ahernie besser zu dieser Geschichte passt. Jedoch muss ich sagen, dass die Tonqualität bei Moonlight ein wenig besser war. Meine Stimme geht also schlussendlich an Ahernie. Moonlight Stories vs. Ahernie. Audioqualität fand ich bei beiden in Ordnung. Bei Moonlight Stories war es mir etwas zu viel Bass und bei Ahernie klang es, als hätte er sehr viel Rauschentfernung angewandt. Die Betonung fand ich bei Ahernie etwas besser und an manchen Stellen fand ich, war es ein Tick zu schnell bei Moonlight Stories. Pausensetzung fand ich auch bei Ahernie besser, aber ich hatte bei Moonlight Stories anfangs zumindest eine Art Atmosphäre. Zur Musikwahl. Fand ich anfangs bei Moonlight Stories gut, aber dann hat sie irgendwie angefangen zu nerven. Das Ende war auch nicht so gut bei Moonlight Stories. Es kam so zack und ja, ich weiß nicht, hat mir nicht so gefallen. Ich fand die Musik bei Ahernie nicht nervig, also besser, und das Ende fand ich auch besser umgesetzt. Stimme also knapp an Ahernie. Ja, wie Stimme. Bei Moonlight waren es teilweise zu wenige oder zu kurze Pausen. Er hatte eine tolle Stimmlage, auch wenn es etwas monoton klang und die Musikauswahl gefiel ihr besser als bei Ahernie. Ahernie hatte schönere Betonungen als Moon, die Stimmlage war bei Moonlight besser und Ahernie hat das Ende besser rübergebracht. Die Stimme geht also knapp an Ahernie. Da beide die Musik gut eingearbeitet und eine ähnliche Art beim Erzählen haben, war es diesmal schwer für mich, sich für eine Person zu entscheiden. Moonlight war ein bisschen besser mit seiner Betonung bei diesem Text. Während Ahernie eine mir weniger zusagende, ruhige Stimmlage hatte. Trotz dessen finde ich, dass Moonlight bei der Pausensetzung hätte besser schneiden können. Deswegen enthalte ich mich diesmal. Helchesters Bewertung. Insgesamt habe ich nicht viel bei den beiden Teilnehmern auszusetzen. Beide hatten gute Musikstücke, weder zu laut noch zu leise. Beide hatten gute Betonungen und Tonlagen. Jedoch finde ich, dass Moonlight Stories diese gesamte melancholische, verträumte Atmosphäre etwas besser rübergebracht hat, aber teilweise den Text auch ziemlich runtergerattert hat und monoton war. Bei Ahernie wirkt es dagegen etwas genauer betont und er hatte eine bessere Pausensetzung. Mein Punkt geht also an Ahernie. Von der Jury hat Ahernie also 4 Punkte bekommen und es gab eine Enthaltung. Der Uservote hat Ahernie 2 Punkte gegeben und Moonlight Stories ebenfalls 2. Somit ist der Gewinner des Battles also Ahernie mit 6 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!